zu den Carry Trades. Was sind das eigentlich? Ja, das sind Fremdwährungskredite, Rollover- und Swap-Handel auch genannt. Hier geht es eigentlich nur darum, Sie partizipieren an Zinsdifferenzen einzelner Währung, also der Delta-Profit, wenn er auseinandergeht, sprich starke Währung gegen schwache Währung. Ja. Es gab bis zur Finanzmarktkrise 2008, 2009 den klassischen Yen-Trade. Ja. Yen oder Japan vielmehr, jahrelang in einer Rezession, in einer deflationären Phase, die Zinsen auf Null, also praktisch Geld zum Nulltarif. Und da war es natürlich nichts einfacher, als so eine zinsschwache Währung gegen eine zinsstarke Währung zu spielen. Und das wurde bis zum Jahr 2008, 2007 enorm gemacht. US-Dollar-Yen, Euro-Yen. Aber lassen Sie kurz da noch ein paar Bilder sprechen. Sie sehen mal hier die Leitzinsentwicklung von Japan bis heute. Ja, wir sind hier im Promillebereich 0, ja, das ist ein Scherz. Das fing direkt schon in den 90er Jahren auch an, zur großen Depression, in Anführungszeichen, Japans. Hier wurden Leitzinsanhebungen dann durchgeführt vor der Finanzmarktkrise. Dann ging es auch ganz schnell wieder zurück nach unten. Jetzt sind wir hier in einer Range von 0 bis 0,1. Und ja, praktisch Geld zum Nulltarif, beziehungsweise Währung zum Nulltarif. Da mal im Gegenvergleich jetzt hier die Eurozone und die USA. Sie wissen, wo wir seit dem Ende der Finanzmarktkrise hingekommen sind. Auch hier und deswegen auch eingangs auch das dargestellte der Währungskrieg, der Abwertungskrieg und der Abwertungslauf sozusagen. Sie sehen, die Zinsen sind nicht nur in Japan, eben, die waren ja vorher schon tief, aber auch hier jetzt auf Niveaus gesenkt worden, die historisch sind. Ja, schauen Sie das mal an, wo die USA zu Beginn des Millenniums war, hier 2000, enorme Zinsniveaus, dann ging es bis vor der Finanzmarktkrise in ähnlich hohe Regionen und dann gab es aber hier den großen Absturz. Und der Punkt ist eben jetzt der, hier unten sehen Sie den kleinen Spike von der US-Notenbank, denn im Dezember letzten Jahres gab es ja hier die leichte Leitzinserhöhung um eben hier 0,25 Basispunkte. Im Endeffekt, im großen Kontext, eigentlich irrelevant, aber Sie wissen ja, wie der Markt jetzt reagierte. Also die Korrekturbewegung im Januar an den internationalen Aktienmärkten war ja enorm und auch hier die Unsicherheiten, wie das jetzt weitergehen könnte. Und die USA rudert ja mehr oder weniger vielleicht sogar schon wieder zurück, denn es wurden ja bis zu drei bis vier weitere Zinsanhebungen dieses Jahr in Aussicht gestellt. Und ob das natürlich jetzt so passiert, das ist die große Gretchenfrage. Letztlich zu den Carry Trades zurück. Sie sehen, bis zum Jahr 2007, 2008 waren hier enorm starke Währungen, also zinsstarke Währungen, gegenüber dem Yen vertreten. Im direkten Vergleich sieht das so aus, seit 2000 hier, da sind wir im 0,-Bereich und hier gab es im Prinzip die Währungen, die hier eine Zinsdifferenz von 1 bis zu 6,5% gegenüber dem Yen aufwiesen. Und das waren sozusagen praktische Carry Trades, also einfach gesagt, Sie haben eine Währung long gehandelt, also die Währung, die den hohen Zinssatz satt, die spekuliert man long auf steigende Preise, auf eine Aufwertung gegenüber einer Währung, die zinsschwach ist. Und das führt im Ergo dazu, dass Sie praktisch nächtliche Zinsdifferenzausschüttungen bekommen. Ja, unabhängig der Kursschwankungen, also des Währungspaars, was mit den Pipstellen vorhin oder mit der Tagesvolatilität 100 Pips hoch, 100 Pips runter gibt, dass die Carry Trades sind so ein kleines Exemplar nebenbei. Das war praktisch sozusagen das Gimmick, was Sie hier bis 2007, 2008 und auch in Japan, da haben die Hausfrauen selbst Carry Trades gemacht, weil es war ja nichts leichter als Geld zu verdienen. Zum einen sind die Währungen gestiegen, die einen höheren Zinssatz hatten und zum anderen hat man, wenn man auf diese Währungen spekuliert hat, also auf Währungen mit einem Zinsvorteil, auch noch nächtliche Gutschriften, Zinsgutschriften bekommen und sozusagen extra jeden Tag noch eine Ausschüttung bekommen auf seinem Konto. Und das hat alles ganz gut funktioniert, solange bis es eben umkehrte. Und gerade wenn eben die Volatilitäten ansteigen, beziehungsweise die Finanzmärkte als solches in gewisse Phasen der Unsicherheiten übergehen, dann können sich auch die Carry Trades relativ schnell verabschieden. Und das sehen wir mal hier am Beispiel vom Euro-Yen, der eben auch hier im Sinne der Zinsdifferenz und der Aufwertung des Euros generell hier eine sehr, sehr schöne Aufwertungsphase hinlegte und hier praktisch bis fast 170 Yen anstieg. Und dann, oder um dann vielmehr zur Finanzmarktkrise innerhalb von 3 Monaten die Performance der letzten 7 Jahre zu vernichten. Also der Preisaufwertung wohlbemerkt. Ja? Das heißt, wenn Sie selbst hier seit 2000 Carry Trades hatten, Sie haben hier immer wieder gute Zinsen verdient, aber da Sie das Währungspaar auch inne hatten, hat dann praktisch hier die Währung an Wert verloren plötzlich. Das Kapital ist in den Yen zurückgegangen und auch hier interessant zu wissen, wenn die Aktienmärkte in einen Risk-Modus übergehen, Risk-Off, in den Korrekturmodus, dann ist der Yen in der Regel der aufwertet, weil dann die Kapital,
Rückflüsse stattfinden in den Yen. Und das hatten wir zuletzt auch im Januar gesehen, beziehungsweise eben hier insbesondere anhand der Chartgrafik im Jahr 2007, 2008 zur Finanzmarktkrise. Das führt hier enorm dazu, dass es natürlich auch bei den Carry Trades hier nicht um die Gewinngarantie geht. Man kann hier partizipieren, auch langfristig, aber man muss immer die globalen Gegebenheiten im Blick haben. Und sobald man natürlich dann hier feststellt, dass hier die Stimmung kippt zu einer Währung, also auch die zinsstarke Währung plötzlich mit Zins, also die Notenbank einer zinsstarken Währung plötzlich die Zinsen senkt, das Ganze wieder umkehrt sozusagen und dann der Anspruch auf die Währung dann sozusagen sich auch umkehrt, dann muss man sich auch von den Carry Trades verabschieden, weil auch dann die Zinsausschüttungen aufgrund der Zinsdifferenz natürlich nicht mehr so hoch sind. Und wenn dann das Währungspaar, was man handelt, aufgrund der PIP-Bewegung auch noch an Wert verliert, dann kann das, wie gesagt, recht kostspielig werden. Gut, möchte Ihnen aber trotzdem noch hier zwei aktuelle Beispiele zeigen von Carry Trades, die hier sozusagen am Horizont aktiv sind, will ich mal sagen. Sie sehen hier sozusagen aktuelle Carry Trades, so will ich sie mal nennen. Die großen Zinsdifferenzen sehen Sie auch hier. Euro-Australdollar, Euro-Neuseeland-Dollar sind praktisch hier Währungen. Der Euro, wir wissen, wo er hier aktuell aufgestellt ist, im 0,0-Bereich. Und was die EZB diesen Donnerstag machen wird, wird eh interessant sein. Da sind die Aussichten in Sachen weiterer quantitativen Maßnahmen, also auch wieder weitere Stützungskäufe oder Zinsschraube hin und her. Der Donnerstag jetzt dann 13,45 wird sehr, sehr spannend sein und 14.30 auch die Pressekonferenz. Da werden wirklich so Perspektiven für die nächsten Wochen, Monate immer geäußert von den Notenbanken. Und da sollte man eben den EZB-Termin und den FED-Termin, den Termin der US-amerikanischen Notenbank, immer im Auge halten. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, dass diese zwei Trades hier sozusagen aktuell die Top-Carry-Trades sind, weil der Euro praktisch mit einem sehr niedrigen Zins daherkommt und Australien-Neuseeland hier sozusagen einen Zinsvorteil bieten. Das heißt, bei diesen Währungen können Sie, wenn Sie den Euro Short spielen, also Euro-Australdollar Short, die schwächere Währung wird sozusagen verkauft gegenüber der, die zinsstark ist, erhalten Sie nächtliche Rollover-Gutschriften. Man muss aber darauf achten, dass natürlich hier das Cross-Rate-Währungen sind, die A, sehr, sehr volatil sind und B, natürlich auch hier das Risiko haben, dass, wenn sich die Stimmung zum Euro eben wendet und der Euro enorm aufwerten sollte, sich sozusagen auch die Carry-Trades, also der Rollover-Swap, Profit relativ schnell in Luft auflösen kann. Carry Trades aber eine sehr, sehr interessante Geschichte, die auch immer wieder ein Thema werden, gerade wenn eben hier mittel- bis langfristig die Zinsunterschiede wieder deutlicher werden, als sie derzeit sind. Ob es jemals dazu kommen wird, muss man mal sehen, weil wie gesagt, der Abwertungslauf ist ja definitiv weltweit zu sehen. Und auch hier diese zwei Notenbanken aus Australien und Neuseeland haben ja zuletzt auch im Mai und Dezember 2015 die Zinsen gesenkt. Also auch hier ist eine Haltung der Zinsabnahme zu versehen. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass das Zinsniveau es annimmt, wie eben hier in der Eurozone. Insofern bleiben diese beiden Währungspaare als Carry Trades interessant. Was man allerdings wissen muss, das sind die Rahmenbedingungen. Und die sind derzeit ungeeignet für Carry Trades. A, die Volatilität dürfte wahrscheinlich in diesem Jahr weiter zunehmen. Ich rechne eher damit, dass die Volatilität im Vergleich zum Jahresanfang bleibt, / noch zunimmt, und Carry Trades brauchen eine niedrige Volatilität. Ja, deswegen auch zum Beispiel kein Carry Trade mit Euro-Yen oder ähnlichen. Oder ich habe Ihnen jetzt mal hier diese Folie eingeblendet mit den Zinsmaßnahmen der, ich nenne es mal so, exotischen Notenbanken. Ja, da sehen Sie hier Zinssätze, Leitzins 10,75 zum Beispiel in Mosambik, ja, oder Moldawien, Leitzins 19%. Ja, das sind unglaubliche Leitzinsen, aber die Währungspaare, wenn man sie denn handeln wollte, haben enorme Spreads, sind enorm illiquide und eben auch enorm riskant in Sachen ihrer Volatilität. Das sollte man tunlichst die Finger von lassen. Carry Trades bei den Major Pairs und dann eben auch nur bei Währungen, die niedrige Volatilitäten aufweisen. Und natürlich, wenn große Zinsdifferenzen bestehen. Und die bestehen derzeit eigentlich eben nicht. Deswegen sind die klassischen Carry Trades im Rücklauf. Man muss aufpassen, wie sich das noch entwickelt. Aber grundsätzlich fehlen auch hier direktionale Kapitalflüsse. Also hier klar ausgerichtet orientierte Kapitalflüsse in die ein oder andere Landeswährung. Das heißt, wenn hier eine gewisse Unsicherheit vorherrscht,
Wird der Australdollar nochmal eine Leitzinssenkung erleben? Der Neuseeland-Dollar, große Fragezeichen. Das ist alles ein Stück weit unsicher. Schöner wäre es, man weiß, okay, Australdollar, die ziehen jetzt auch wieder an der Zinsschraube nach oben oder eben auch Neuseeland. Aber das lässt sich sozusagen schlecht erfassen. Und insofern sind die Rahmenbedingungen einfach nur denkbar schlecht. Das muss man wissen.